Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute eine neue Folge Gran Turismo 7. Manche Abonnenten haben vielleicht schon drauf gewartet. Wir haben heute Sonntag, den 21.01. Aber das passt ja. 21.11 Uhr. Genau. So, wir sind mittlerweile bei Mercedes angelangt. Gefahren mit dem T300 RS von Thrustmaster. Befestigt am Wheelstand Pro. Ja, und in der letzten Folge sind wir den A45 AMG 13 gefahren. Ich glaube, das war sogar Freitag. Und der 13. Also, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Einen Moment. Ich mache mir gerade den Aschenbecher klar hier. So. Ja, ich möchte Gran Turismo 7 mit euch zelebrieren, weil sich das so genial auf der Nordschleife, ist auch mittlerweile die schönste Nordschleife in jedem Autorennspiel, kommt auch auf dem PC Automobilista 2 nicht hinterher. Und man merkt wirklich auch, es ist Laser gescannt. Jede Bodenwelle am Lenkrad. Gut, mal sehen, ob wir den Mercedes schon haben, den ich mit euch heute fahren wollte. Ja, den haben wir schon. Aber es kann sein, dass ich den schon mal getuned habe. Der hat fast 600 Leistungspunkte. Den fahren wir später. Wir werden immer nur Straßenwagen fahren. So, der hat 568. Ja, wir können ihn auch gleich noch mal kaufen. Doppelt ist immer besser. Weil man kann den breiter machen oder nicht. Ja, also entweder holt man sich einen schwarzen Mercedes oder einen weißen. Diamond Weiß oder Polar Weiß. Also ich würde das bevorzugen. Aber wir holen uns natürlich gleich noch eine Lackierung. So. Da müsste ungefähr so. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Leistungspunkte als der M4. Den kann ich euch sehr empfehlen. Den M4, also der fuhr sich von allen BMWs am besten und ich glaube, der hat auch die schnellste Zeit gefahren. Machen die Karre immer noch breiter. Fast 2 Meter breit. So, es gibt natürlich noch eine schöne Lackierung. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Manga-Lackierung gibt. Bei so viel Blech an der Seite. Schauen wir mal. Hier ist schon Manga. Das ist aber nicht eine breitere Karosserie. Die gibt's hier. Oh ja, das sieht gut aus. Das sehe ich jetzt schon. Das ist ein Russe gewesen. Hm.
sehen. 3.000 kostet das nur. Dann wäre günstig dabei. Aber wenn der breiter ist, dann fette Schlappen drauf. Gleich sehen wir nochmal von hinten. Hotpants. Gucken. Ja, nur mein Schild ist auch noch lackiert. Grüne Augen. Schicki schicki. Wir gucken, wir haben 567 Leistungspunkte. Ein ganz bisschen mehr. So, dann wollen wir uns jetzt noch das Gran Turismo Vista angucken, sozusagen. Und Forza Vista. Bin heute nicht ganz so fit. Ich habe schon Mate-Tee getrunken. 1 Kilo von Amazon. Kann ich nur empfehlen, wirkt 6 Stunden. Aber jetzt, ein paar Stunden später, trinke ich gerade noch einen Kaffee. Oh, sieht man ja auch, dass hier gibt es ja auch Kaffee, ne? So, gibt es einen Jägermeister? Nee. Den gab es immer hier. Oder bei mir zu Hause. Der BMW gibt es 330. Oh, das sieht cool aus. Wollen wir mal von der Zeit vergleichen, wenn wir gut durchkommen. Oben Japan drauf. Auch cool. In der Zeit vergleichen mit dem M4. Da sind wir unter 10 Minuten gekommen. Schön. So, dann bringe ich mich mal in Position. Oh, der Radikal ist erster. Mal gucken, M3. Wir werden uns da auf der Döttinger Höhe nachher und den ersten 3 ist. Das wird nachher interessant. Also der Radikal, der dürfte nicht so schnell sein auf der Geraden. Also kommt drauf an, welcher das ist. Alles klar, dann kann's losgehen. Dann wünscht mir Glück. Mercedes ist immer ein bisschen schwerer als ein BMW.
bisschen schwächere Bremsen. Dann muss der Lago hinterher. Normalerweise, wenn er Platz hat. Na? Bisschen ans Getriebe gewöhnen. Federung kann man gut auf den Curbs testen. Ob die ist ziemlich hart ausgelegt. Oder mein Flugplatz. Oh, oh, oh. Mist. Ja, wir sind aufs Gras gekommen. Ja, wir kommen auch noch auf den zweiten Platz auf jeden Fall. Ja, ist so schwer, ne? So ein M4 ist es nicht. Wow. Aber wir können ihn auch noch mal in der zweiten Folge noch mal fahren. Hat vielleicht 8 Sekunden gekostet. Viel Geschwindigkeit verloren. Oh, Alter! Ja, der ist super realistisch. Ist das alles? Weil wir uns vorbeilassen, ja, das kannst du gleich machen. Wir kommen gut vorwärts. Schon wieder 6 Sekunden. Auf dem ersten. Ein bisschen hecklastig. Ich sag mal gar nichts. Muss mich konzentrieren. SX ist so langsam. Boah, das könnte ins Auge gehen. Ja. Wir müssen noch eine zweite Runde fahren. Wird das Let's Play ein bisschen länger.
Überrollkäfig könnt ihr noch gut gebrauchen wie der M4. Wäre besser. Bleiben. Zweite Runde wird nachher, die wir nachlegen, wird besser. Hey! So, jetzt wird er uns am Arsch kleben bleiben. Wird's noch vorbei? Na, jetzt nicht mehr. Zweiten braucht man ganz selten runter. Oh, manchmal will man ein bisschen fast schon das Heck verlieren. Was er für ein Topspeed hat gegenüber der Corvette. Nicht mehr als der BMW. Wir werden Erster. Kommen auch unter 10 Minuten. Tun gleich in der zweiten Runde. Unter 10 Minuten. Na, wir haben bestimmt 10 Sekunden verloren. Genau 10 Minuten. (lacht) 10 Minuten 1:17. Ach, der Chevy Nova ist noch vorbeigekommen. Wiederholung gucken wir uns jetzt nicht an. Nach der nächsten Runde kriegen wir noch ein Ticket. Auch erneut versuchen hätten wir machen können, aber machen wir natürlich auch, aber die Ladezeiten sind schnell. Auf der PS5. So. Nochmal, mal gucken, was wir jetzt für Gegner haben. Dasselbe? Nee. Andere.
Und die Zeit wird bedeutend besser, wenn wir uns die Wiederholung auch noch angucken. Da könnt ihr den entspannten Kaffee trinken. .944 müsst ihr dir mal mit dem M4 gegentesten. Werde ich gleich auch machen. Wünsche ich euch viel Spaß beim Video.
Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. 1,7 Tonnen wiegt der Wagen. Das ist schon ein ganz schön schwerer Klotz. Ja. Aber es war eine schnelle Runde, die zweite. Man gewöhnt sich einfach besser an den Wagen und so. Das Getriebe, an die Federung, ans Handling. Ja, neueste Folge Gran Turismo 7. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.